Willkommen zurück, Leute, zu Dark Parables, die kleine Meerjungfrau und der violette Gezeigtensammler im Bonuskapitel. Wir sind schon im Bonuskapitel und sollen jetzt den Morgenstern weiter zusammen basteln. Aber ich weiß noch nicht so ganz mit was. Vielleicht mit dem Holzgriff. Ja, okay, er ist fertig. Damit könnte man jetzt vielleicht das eine da hinten, da war doch was zum Raufkloppen. Vielleicht kloppen wir das mal frei mit dem Morgenstern. Jawollo. Hm, ich müsste mir etwas anderes überlegen. Nee, du kannst ja noch mal draufkloppen. Genau. Und noch mal. Das machen wir einfach so lange, bis es geht. Das Königreich Prasino ist unbesiegbar. Ich habe es mit eigenen Augen gesehen. Sie beten die Meeresgöttin an und sie antwortet. Sie müssen einen Weg gefunden haben, ihre Kräfte für sich selbst zu nutzen. Ich habe meinen besten Mann als Spion geschickt, aber wir haben schon lange nichts mehr von ihm gehört. Treuer John, hast du mich verraten? Hast du Kokino verraten? Ich war meinem König immer treu ergeben, aber jetzt habe ich Zweifel. Was hat dich so zu abartigen Handlungen geführt? Silbernes Pferd. Kronenverzierung. Okay. Ja, echt abartig. Geht gar nicht. Kann man sich diese Angel oder was mitnehmen? Was sagen die Mädels? Ich sollte nach Theresa suchen. Ja, erstmal müssen wir das hier machen. Habe ich denn jetzt irgendwas bekommen, was ich da reintun könnte? Nö, ich habe diese komischen Verzierungen. Was mache ich denn mit denen? Ist das irgendwie hier? Kann ich da noch was machen? Ich muss sehen. Nee. Nö. Doch hier vielleicht. Das komische Holzdingens. Vielleicht. Oder wir können die Göttin. Nee, wir können die Pferdchen hier reintun. Das können wir machen. Haben wir nicht sogar zwei schon? Ja, da ist das andere. Wunderbar. Ah ja, und jetzt können wir vielleicht damit irgendwas basteln. Huch. Nee. Was will sie denn? Die hat einen Stab in der Hand. Mhm. Vielleicht fehlt ihr noch eine Krone oder was? Hm. Saphirauge. Hey, Auge wird es wohl nicht sein, oder? Den Auge. Kein Auge. Kronverziehung, Feuerstein und... Ah, das soll brennen. Okay. Füge die beiden Bilder zusammen, indem du die quadratischen Kacheln mit Hilfe der leeren Felder verschiebst. Kann ich wieder... Ah, okay. Ich dachte, das gehört hier in die Mitte und darüber schiebt man die. Nein, es ist oben und unten. Ja, soll denn jetzt das komplett auf die Seite oder... Denn die gehören ja schon mal zusammen. Hat das irgendwie eine bestimmte Reihenfolge? Hm. Ich mag sowas nicht. Darum bin ich jetzt nicht so der Meister. Wenn ich ehrlich bin. Ja, das könnte schon mal passen. Aber... Kann man das nicht darüber? Achso, es geht nicht. Gut. Toll. Dann geh du da mal hin. Ja, schön. Aber ich weiß überhaupt nicht, wie es am Ende aussieht. Also das gehört wahrscheinlich dahin. Weil hier dieses runde Dingens ist. Das heißt, alles das muss da rüber. Und bevor ich mir die Arbeit mache, das hier direkt... Hat man hier vielleicht auch blumenmäßig irgendwie einen Tipp? Nee, ne? Das ist ja schon wieder doof hier, ey. Ja, dann ab rüber mit euch. Was soll das? Weg damit, weg damit, weg damit. Schön im Doppelpack hier oder im Dreierpack in dem Fall. Das gehört sogar da drunter. Das heißt, das Lilane... Das Lilane gehört dazu. Das muss also auch alles auf die Seite. Oh Mann, ist das eine Arbeit, ey. Nur ein Rumgeschiebe. Ein bisschen wie aufräumen, ne? Wer mag das schon? Oh, manchmal hat man auch Lust zum Aufräumen.
Aber nicht immer. So, das gehört jetzt also alles darüber. Dauert nur ein paar Stunden, kein Problem. Wenn es denn überhaupt stimmt, vielleicht täusche ich mich ja auch. Pack das jetzt erstmal alles so weg hier. Ne? Das schon mal stimmt. So, das ist doch toll. Toll, wir haben schon mal drei. Richtig. Hey. Der eine gehört hier auch gar nicht hin, ey. So. Du bleibst da. Da fehlt aber so die grüne Pflanze. Die gehört da... Und das ist voll blöd. Die gehört doch eh da gar nicht hin, oder? Der blöde Fisch. Gehört da hin? So. Raus da, raus da, raus da, raus da. Ja, das muss jetzt natürlich richtig sortiert sein. Schön. Das gehört ja auch komplett darüber. Aber was gehört hier hin? Das hier, glaube ich. Das könnte passen. Und ist zufälligerweise gar nicht so weit weg. Ja, das passt. Okay, dann nehmen wir den hier mal ganz weg da. Der gehört da sowieso nicht hin. Mensch, das sieht doch schon ganz richtig aus. Nur das eine muss hier erstmal aus der Ecke raus. Und dann kümmern wir uns um die rechte Seite. Erstmal eins nach dem anderen. So. Ein bisschen Platz geschaffen. Damit wir erstmal den hier rüberholen. Was gehört hier in die Mitte hin? Irgendwas ganz Schlichtes? Was könnte denn da hinpassen? Das hier, dieser Fisch, der muss rüber. Da, sieht noch, da ist nämlich noch ein Stück vom Lilanen dabei, von dieser Qualle. Ah, kein Problem, kein Problem. Den Fischen kriegen wir auch noch rüber. Guck mal, da gehört das sogar schon direkt ran. Da können wir auch gleich den da oben hinpacken. Aber der kann auch nach unten gehören. Ist vielleicht gar nicht so toll, was ich hier mache. Ich weiß es gerade nicht. Blaue ist jetzt so ein bisschen fehl am Platz, oder? Gehört er da sogar hin? Der gehört da sogar hin. Wie kriege ich denn jetzt aber den da runter? Ist genau falsch rum. Mist. Immerhin haben wir sie sortiert gekriegt. Ach Mensch, ist der blaue im Weg. Blöd Kram hier, ey. Der blaue, der gehört da aber auch hin, ne? Das ist ja schon schön so. Wir wollen nur den roten jetzt da raus haben. So. Wenn den da schon mal hinkriegt.
das eigentlich Quatschi, was ich hier mache? Wahrscheinlich, ne? Ich mache hier gerade ein bisschen zu viele Schritte, zu viel. Es ist doof hier mit diesem Ding in der Mitte. Dauert das ja ewig. Und vor allem müssen die in der korrekten Reihenfolge schon bleiben. Also der Fisch muss unter den Blauen. Ist aber richtig so, weil wenn die jetzt hier lang kommen, sind die schon richtig so. Aber ich darf die nicht trennen quasi. Das wäre etwas fatal. Das Problem ist, nach dem Fisch muss eigentlich der Lilane kommen. Kann man das irgendwie sortiert kriegen? Wahrscheinlich nicht. Jedenfalls nicht so, wie ich es hier mache. Der Fisch muss nach dem Blauen kommen. Hm. Also so ist schon mal richtig. Vielleicht, wenn ich die so ein bisschen hier mal verrücke. Weil ist ja egal. Hauptsache, die sind erstmal... Der kommt erstmal dichter dran oder so. 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 Jetzt kommt der hinterher. Jetzt müsste die Reihenfolge da eigentlich stimmen. Boah, das dauert aber auch lange, ey. Ist das jetzt richtig so? Ja, super. Also die linke Seite stimmt schon mal. Bisschen Platz geschaffen. Jetzt kommt die rechte Seite. Hat ja nur 12 Minuten gedauert. Puh. Jetzt ist die Frage, ich nehme an, die Korallen gehören nach unten. Aber in dem Fall weiß ich gar nicht, ich sehe auch keine Ecke als Hilfsmittel oder so. Gehören die zusammen? Nee. Das gehört zusammen. Aber was ist oben rechts? Was gehört unten rechts hin? Hm. Das gehört auch gar nicht zum Bild hier. Also hier hätte man halt einen Hinweis mit der Ecke, dass die Qualle überhaupt links hingehört. Geht das Bild denn hier weiter? Nee, man hat ja auch gar keine Sandfarben hier oder so. Das passt auch nicht. Weiß halt nicht, also es ist klar, dass hier irgendwie der Fisch schon so zusammengehört, aber ich weiß nicht, was oben rechts und unten. Hm. Ich mach mal. Würde das denn passen? Das passt zwar schon, aber... Das vielleicht oben links hin. Probier das mal aus. So vielleicht. Also ich meine, es könnte überall sein. Keine Ahnung. Ich check das hier gerade nicht. Ich will das Rätsel natürlich aber gerade ungern auch überspringen. Aber was ich jetzt mal mache, ist kurz einen Cut machen, es weiter drehen. Bis ich ein bisschen weiß, was hier in welche Ecke gehört, damit ich die Zeit gerade mal ein bisschen überspringe. Also bis gleich. So, da bin ich wieder. Ach, endlich habe ich es geschafft. Dieser rote Rochen gehört nach oben, der blaue Fisch nach unten. Um das rauszubekommen, bin ich einmal aus dem Spiel gekommen, nur um zu gucken, wie rum es denn jetzt gehört und was passiert. Spiel ist abgestürzt. Mit den Big Fish Games kann ich das irgendwie immer nicht so gut, als mit den Wimmelbildspielen, die ich bei Big Fish kaufe. Da kann ich das immer nicht so mit dem rausswitchen auf den Desktop und dann stürzt mir das ab. Zack, konnte ich das ganze Puzzle nochmal machen. Hat Spaß gemacht? Nicht. Aber ja, jetzt haben wir es geschafft. So, dann können wir jetzt in das königliche Gemach hineintreten. Prinzessin Theresa ist in dem Tank. Das ist nicht schön. Hm, ich müsste mir etwas anderes überlegen. Ja, da gehört zum Beispiel die Meerjungfrau rein.
und nicht noch andere Meerjungfrauen, die wir gerade nicht haben. Das ist nicht weiter schlimm. Da ist noch ein Mond. 38 von 40. Jetzt wird es spannend, ob wir am Ende alle kriegen. Ob ich alle eingesammelt habe. Das weiß ich noch nicht. Blaubartfigur. Was ist denn mit ihm hier? Kann ich da irgendwas machen? Weil er hier so zornig schon schaut. Erstmal können wir noch wimmeln. Geht los. Nehmen wir erstmal die Dinge wieder, die eh so abstehen. Als wollten sie eingesammelt werden. Rufen sie mir zu. So, jetzt ist es wirklich nicht mehr viel. Ist hier irgendwas dahinter? Konnte es nicht sehen. Ist irgendwas? Ach, das ist schon fertig. Gut, dann brauchen wir noch das Kringelding. Das da. Und das da. Okay, wir haben alles. Goldene Krone. Die ist bestimmt für die Figur. Bestimmt. Goldene Krone. Die kommt da rauf. Ja. Ich müsste mir was anderes überlegen. Jetzt, wie jetzt? Bist du immer noch nicht fertig? Vielleicht was in der Hand oder so? Nein, es soll hier oben was sein. Immer noch das Auge oder Kronenverzierung vielleicht? Ah, eine Kronenverzierung. Göttinnenfigur. Kann ich hier nichts auf dem Tisch? Was eigentlich mit den Parabelteilen? Wenn hier wieder irgendwas Komisches ist, was hier nicht hingehört, dann... Von dem Moment an... Nee, von dem Moment, als ich dein Porträt zuerst gesehen habe, war ich von deiner Schönheit verzaubert. Meeresgöttin, bitte antworte mir, denn meine Liebe und mein Glaube sind wahr. Ich würde alles tun, nur um bei dir zu sein. Der König war an die Meeresgöttin vernarrt. Na sowas. Das hätte man sich schon wieder fast denken können. Hier geht's auch nichts rein, das ist ja komisch. Dann machen wir da jetzt die nächste rein. Bitteschön. Und da gehört noch eine rein. Was ist das hier eigentlich nochmal? Silberhalskette. Ist die auch für sie oder ist sie fertig? Nee, sie ist fertig. Nee, da war ich gerade. Das wollte ich gar nicht. Ich warte immer noch auf das Tischchen, wo die anderen reingehören. Und? Und auf die nächste Parabel. Irgendwann muss doch auch mal was Parabelmäßiges kommen. Hier könnte was hingehören. Lass mich überlegen. Ah, da sind sie schon. Göttin. Und dann fehlt hier aber noch eine Statue. Hm. Saphirauge. Rahmenteil von Wandbild. Tja. Ja, gut, dann tschüss. Hier gibt es wohl nichts mehr zu tun. Oder so. Ein Tipp wäre schön. Ja, bring mich mal dahin, wo ich hin soll. Kann das runde Teil, gehört das vielleicht jetzt... Nee, das gehört doch da nicht hin, oder? Nee. Ah, das gehört da hin. Ach so. Das war, gehörte da... Ja, okay, okay, okay. Ich rede hier schon wieder Stuss. Wir sollen hier mit den... Sieht aus wie Scherben. Sollen wir jetzt die Ariel hier zusammen schustern? Weil rote Haare und so. Deswegen sage ich das. Man kann hier aber wirklich sehr schwer irgendwas erkennen gerade. Ich nehme mal an, sie gehört irgendwie in die Mitte. Und man soll sich an den Umrissen dahinter orientieren, aber ich kann hier kaum was erkennen. Die sind fertig? Nein. Gibt es ja auch feste Teile, damit man da so ein bisschen entlang puzzeln kann? Hm. Dass das mal liegen bleibt oder so und ich weiß, okay, das gehört dahin? Nö. Nö. Wäre viel zu einfach. Hier vielleicht? Ah, guck mal, da. Jetzt habe ich mal einen Anfang gefunden. Das ist gut. Dann machen wir mal mit ihr hier weiter, mit ihrem roten Haar. Das ist aber eher ein Fisch, den ich hier habe. Und zwar dieser hier. Wo gehört denn der hin? Nee, da gehört er nicht hin. Hm. Da ist ein Stück Krone oder so. Da, okay. Dann kann ich hier mit dem Fisch weitermachen. Das ist gut. Kannst du dich da mal randingsen? Nee, ist auch falsch. So. So ist gut.
Ganz toll. Hier ist noch ein Stück Hand. Wunderbar. Da unten. Ich finde das ganz gut, dass die Rätsel so ein bisschen knackig auch sind, aber nicht so, dass man das Gefühl hat, man schafft es gar nicht. Also das finde ich gut ausgeglichen hier in dem Spiel. Dass man halt Lust hat, so eine Herausforderung zu bewältigen, aber nicht so völlig dran verzweifelt. Wobei das Puzzle gerade eben schon zeitaufwendiger war. Da könnte man auch sagen, okay, ich keine Lust drauf. Ich überspringe das mal. Aber in dem Fall habe ich es lieber mit einem Cut gelöst. Was mache ich hier eigentlich gerade so? Ich bin ein bisschen... So, da ist der Fisch. Der soll hier weitergehen. Da haben wir es. Und da ist die Qualle, die irgendwie... Wo genau weitergeht? Da. Dann haben wir hier noch so ein Seepferdchen. Das weiß ich gerade nicht. Das sehe ich gerade nicht, wo das hier hingehört. Du gehörst... Wo gehörst du hin? Du Quallenvieh. Das gehört auch irgendwie... Wohin? Du gehörst da oben in die Ecke. Das ist schon mal gut. Ich sehe gerade nichts irgendwie. Ich will das hier alles mal weghaben. Was ist mit dem Fisch? Da ist das Seepferdchen, endlich. Okay, das gehört da hin. Das heißt, der Kraken gehört hier hin. Ah, okay. So langsam bildet es sich. Und das gehört da hin. Jetzt haben wir es. Sehr schön. So, damit ich mal so ein bisschen mittiger bin für euch. Die Königsfigur. Können wir da auch ein bisschen schneller hinswitchen? Bin ich jetzt falsch hier? Ja, ich bin total falsch. Toll. Hier vielleicht? Ja, okay. Hier wollte ich hin, aber... Nee, ich glaube, die Figur kriege ich erst, wenn wir das gemacht haben. Ja, da ist sie auch. Genau, die meinte ich. Diese bronzene Meerjungfrau. Achso, wir haben nämlich eine goldene, silberne und eine bronzene. Voll schön. Dreh die Scheiben so, dass die grünen Symbole mit dem nicht-grünen Symbol auf der benachbarten Scheibe übereinstimmen. Dreh die Scheiben so, dass die grünen Symbole mit dem nicht-grünen Symbol... Scheibe, okay. Ich probiere mal einfach. Das muss... Also wenn ich das so mache, stimmt's dann oder nicht? Weil das stimmt jetzt eigentlich und das... Dreh die Scheiben so. Das heißt, es muss so stimmen. So und auch nicht. Dann bin ich jetzt verwirrt. Ich dachte, grün soll stimmen. Oder soll grün drehen? Die Scheiben so, dass die grünen Symbole mit dem nicht-grünen Symbol auf der Benachbarung. Also nicht grün. Oder was jetzt? Was soll ich denn machen? Wenn ich das so mache, ist grün da. Das heißt, ich... Aber grün ist doch immer da, auch wenn ich es nach oben drehe. Oder verstehe ich das falsch? Guck mal, wenn ich das jetzt so mache. Und sind Dreiecke zueinander. Und eine Sonne dazu geht ja auch gar nicht. So, so ist grün da und nicht grün. Und dann müsste hier jetzt auch wieder nicht grün hin. Ja, verstehe ich das jetzt richtig so? Grün und nicht grün. Das heißt, hier muss jetzt die Sonne kommen. Das stimmt schon. Das stimmt schon, sag ich doch. Chancellor, thank goddess it's you. King Bluebeard locked me here and left me to drown. Did you find Daphne? Ja, hab ich. She's at the pier with the Nida? Okay. Okay. I'll meet you down there. Okay. Alles cool. Gefunden. Well, well, well. If it isn't my most trusted advisor. You were supposed to be my spy, and
yet here I find you releasing my precious bargaining chips. Now you shall witness how I deal with traitors, you Prasino scum! Oh nein, ist dies die verbotene Kammer von Blaubart, dann müssen das die Körper seiner Königin sein. Oh je. 39 von 40. Ich glaube, das schaffen wir noch. Wenn noch irgendwo ein Bild kommt. Dann ja, meine vierte Königin Judith brach ihr Versprechen und betrat die verbotene Kammer. Sie beschuldigte mich der sinnlosen Hingabe zu einem leblosen Porträt der Göttin. Und jetzt liegt sie hier, ruhig und still wie das Porträt, das sie hasste. All dies für das leblose Porträt der Meeresgöttin? Er ist doch nicht ganz dicht, der König. Meine dritte Königin, Isaure, sie brach ihr Versprechen und betrat die verbotene Kammer. Sie beschuldigte mich, ein lebloses Porträt zu lieben, um meine Frauen damit zu vergiften. Und jetzt liegt sie hier, ruhig und still, wie das Porträt, das sie hasste. Das ist ja toll. Das sind Judith und Isaure gewesen. Nett von ihm. Hm, ich müsste mir etwas anderes überlegen. Kannst du ihr vielleicht diese Halskette geben? Und noch das Auge? Und dann kriegst du noch ein Auge und lebst wieder oder so, nehme ich mal an. Was ist mit den beiden? Da ist das andere Auge. Meine erste Königin, Heloise, sie brach ihr Versprechen und betrat die verbotene Kammer. Sie beschuldigte mich, ein leblloses Porträt zu lieben. Und jetzt liegt sie hier, ruhig und still wie das Porträt, das sie hasste. Anscheinend war der König der Meeresgöttin fanatisch ergeben, ja, allerdings. Meine zweite Königin, Eleonore, sie brach ihr Versprechen und betrat die verbotene Kammer. Sie beschuldigte mich, ein lebloses Porträt zu lieben und ihm zuliebe ein Leben zu nehmen. Und ihm zuliebe ein Leben zu nehmen. Jetzt liegt sie hier ruhig und still, wie das Porträt, das sie hasste. Das ist, was hat sie noch gesagt hier? Oder er, sie? Ich glaube, wir sind sie immer noch, aber... Egal. Er ist auf jeden Fall voll der Fanatiker. Lass mich überlegen, wir haben doch gar nichts mehr, was wir machen können, oder doch? Ich muss, mag gar nicht daran denken, was da unten ist. Ja, ich auch nicht. Haben die noch irgendwas für uns? Was ich vielleicht übersehen habe? Ist hier vielleicht noch irgendwas zum Einsammeln? Hm. Die vielleicht? Es ist schon bitter, aber so erinnere ich mich auch ein bisschen an das Märchen, was ich cool finde, dass sie auch so ein bisschen die etwas seltenen Märchen hier reinbringen in das Spiel. Wir können ja auch nirgendwo hin. Was habe ich denn übersehen? Kannst du irgendwas drücken? Lass mich überlegen. Vielleicht muss ich hier irgendwas machen? Finde einen Weg aus der verbotenen Kammer heraus. Bin dabei. Soll ich mit ihr was machen oder? Nee, ich soll hier. Ich habe doch noch nicht alles eingesammelt. Irgendwas stimmt nicht. Ach so, vielleicht kann ich dadurch, dass ich die anmache hier, vielleicht kann ich dadurch bei ihr was bewegen. Nehmen wir mal die erste Königin. Erste Königin. Vielleicht kann ich dadurch was verändern. Hm. Lebloses Porträt, jetzt liegt sie hier. Aber es wurde auf hier gezeigt, also auf das Porträt. Da bin ich verwirrt. Irgendwas kann ich hier bestimmt machen. Aber ich weiß gerade nicht was. Meine dritte Königin Saure, sie brach ihr Versprechen, betrat die Verbindung. Sie beschuldigt mich, ein lebloses Porträt zu lieben, die ewige Ruhe meiner Frauen damit zu vergiften. Muss man die einfach alle aufmachen? Sind die irgendwie verschlossen oder so? Und ich muss sie alle öffnen, oder was? Bestimmt muss ich... Ich kapiere es aber auch irgendwie nicht. Doch, man kann hier noch was nehmen? Ja, was denn? Was kann ich hier nehmen? Hä? Ach so. Silberkettenpendant. Ja, toll. Das
witzig. So. Ich denke die ganze Zeit, das hat was mit der Reihenfolge oder dem Inhalt der Texte irgendwas zu tun. Nein. Platziere die Teile so, dass die Symbole und das Bild übereinstimmen. Oh Gott. Gut. Dreieck und Dreieck. So, das passt schon mal dahin. Nee. Das könnte dahin, aber das geht auch nicht. Dann sind ja zwei frei. Das wäre ja auch falsch. Und packen wir das mal wieder weg. So, ich glaube, das gehört eher dahin. Genau. Dann bräuchten wir aber da Dreieck, 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 Kreis. Nee. Das passt auch nicht. Passt das denn noch irgendwo hin? Nee. Das passt da eigentlich am besten hin. Tja. Das passt da auch gut hin. Ja, aber ob das so richtig ist... Da auch nicht. Da könnte das auch hin. Ich mach mal einfach erstmal, bevor ich hier gar nichts mache. Ja, das könnte klappen. Dich nehme ich mal trotzdem wieder weg. Oh, Quatsch. Ich will dich doch gar nicht. Vielleicht gehören die ja irgendwie da oben hin. Oder das dahin oder so. Hier hin. Ist schon kniffelig. Ja, okay. Das geht noch. Ich nehme den mal weg und der könnte auch... Nee, kann er gar nicht. Nee. Ja, man, es passt zwar immer einer, aber man verbaut sich dadurch halt auch wieder so viel, habe ich so das Gefühl. Weil dann wieder irgendwas anderes gar nicht stimmt. Ich mache den jetzt erstmal dahin, den dahin. So, erstmal die, die überhaupt gehen. So, der könnte natürlich auch hierhin. Aber wir haben ja gar nicht so, so viele lange. Deswegen packe ich den mal eher dahin. So. Jetzt habe ich hier aber auch drei Kreise am Stück, aber so... Wahrscheinlich auch eh falsch gedacht. Vielleicht... Nee, das geht auch nicht. Nee, das geht auch nicht. Zwei, irgendwas mit zwei Kreisen nebeneinander haben wir auch gar nicht. Wo könnte der denn mal hingehören? Da vielleicht hin? Passt das überhaupt? Sieht total schräg irgendwie aus. Nee. Sieht so falsch aus. Soll ja auch ins Bild hinterher passen, oder was? Und das überlappt hier so komisch. Aber es geht halt trotzdem rein. Das ist das, was mich verwirrt. Ach Gott, ja. Ich hänge hier, ne? Was mit zwei Kreisen? Zwei Kreisen und in der Mitte ein Dreieck. Zwei Kreise in der Mitte, Dreieck. Das könnte der auch sein. Pass mal auf, guck mal so. Das ist doch schon mal super. Dann passen die. Vielleicht gehört der auch nicht unbedingt dahin. Aber der passt da so schön. Es sei denn, man nimmt die zwei weg. Die könnten auch da oben hin. Und hier ist jetzt gar nichts mehr, oder? Die Großen müssen halt weg. Das ist ja das Ding. Die Großen sind ja viel schwieriger. Der passt da auch wunderbar hin. Ganz klasse. Ja, das ist nicht so meins, ne? So ein bisschen abstrakter Kram, Mathematik und so. Nicht so meine Stärke. Der passt auch gut dahin. Ich glaube, den hatte ich da auch schon mal. Ja, was mache ich jetzt mit denen? Irgendwie, die müssen ja irgendwo hin. Die doofen Dinger hier. Guck mal, der passt da auch ganz toll hin.
hier so zwei Dinger übereinander hätte, so wie da zum Beispiel, dann passt der schon mal. Was ist jetzt hier mit zwei Kreisen? Das geht nicht. Da gehört der auch nicht hin. Ich sag's ja. Ich sag's ja. Nee. Nee. Oder? Nee. Nee, nee. Der passt ja nur dahin. Hm. Der könnte natürlich auch wieder woanders hin. Nimm die mal weg. Also das hier sieht schon ganz gut gebaut eigentlich aus. Aber da hier zwei Kreise nebeneinander sind, bin ich ein bisschen überfragt. Motto, überfragt bin ich. Irgendwas mit zwei Dreiecken. Könnte der hier doch nochmal weg. Wenn ich denn einen passenden anderen finde. Da zum Beispiel. Ja, sollst du da hin? Wir machen das einfach mal. Wir machen das einfach mal. Wir trauen uns heute mal was. Da kannst du auch gut hin. Ja. Und dann sind die wieder falsch. Oh Manu. Im nächsten Part geht's weiter. Dann muss ich weiterreden. Ich muss jetzt leider einen Cut machen. Ach, schade. Oh, ich habe das so gern jetzt ganz schnell fertig gemacht. Aber leider muss ich einen Cut machen. Ja, nee, ich schaffe das noch. Ich rede jetzt hier noch so ein bisschen und dann schaffen wir das, Leute. Bis dann.